10. Januar begehen die russisch-orthodoxen Gläubigen den jährlichen Feiertag der Kreschenie, also der Taufe des Herrn. Begleiten Sie mich heute zusammen mit einer jungen russischen Familie zu dieser eiskalten Tradition. Поехали. Поехали. И куда мы вообще поедем сейчас? Мы поедем за город, значит, около Гуревска, на озеро. Так. В холодной воде купаться. А холодная там, что, как это понимать, холодная? Холодная это как не теплая. Ага. Это как горячая, только холодная. Ага. Am 19. Januar begehen die russisch-orthodoxen Gläubigen den jährlichen Feiertag der Kreschenie, also der Taufe des Herrn. Dies ist kein typisch russischer, national begrenzter Feiertag. Dieser Tag wird durch alle Gläubigen in der Welt begangen. Und an diesem Tag, in der Nacht vom 18. zum 19. Januar, erfolgt auch das sogenannte Taufbaden. Das Einsteigen in eiskaltes Wasser, dem dreimaligen, vollständigen Untertauchen, Bekreuzigen. Hierfür werden durch die Kirchen im Kaliningrader Gebiet eine ganze Reihe von Orten vorbereitet und die Gläubigen stehen Schlange, um dieses zeremoniell zu vollziehen. Делай, гуляй смело там, знаешь что. Ты готов? Да, я готов. Что температура? So gibt es vorbereitete Zeremonienplätze direkt auf dem Gelände einiger Kirchen. Hier werden große Bottiche mit kaltem Wasser bereitgestellt und durch die Batuschkas, die russischen Geistlichen, geweiht und betreut. Viele bevorzugen aber, nach weit außerhalb der Stadt zu fahren, an speziell vorbereitete Gewässer. Hier ist im Idealfall das Wasser gefroren und es werden Eislöcher für die Gläubigen gehackt, in die diese dann eintauchen können. Idealerweise sind somit die Temperaturen des Wassers für die Gläubigen 2 bis 3 Grad, also so dicht wie nur irgend möglich am Gefrierpunkt. In diesem Jahr werden somit viele Gläubige rein temperaturtechnisch sehr enttäuscht sein. Das überaus warme Winterwetter lässt an ein Gefrieren von Gewässern nicht enden, geschweige denn an Wassertemperaturen dicht am Gefrierpunkt. An vielen Stellen wird die Taufe auch als wirklicher volkstümlicher Feiertag begangen. Es gibt Möglichkeiten für einen Imbiss und heiße Getränke. Normal das ja. Холодное. Молодец. Auch werden Möglichkeiten für den Aufenthalt von Kindern und deren Teilnahme an der Zeremonie geschaffen. Wichtig ist, sich nach dem eiskalten Bad möglichst schnell ein warmes Handtuch umzulegen und wieder in die wärmende Bekleidung zu schlüpfen. Man sollte seine Gesundheit, so gut wie sie auch sein mag, nicht über Gebühr belasten und auch zu sehr auf das Wohlwollen Gottes hoffen. Das Eisbaden ist für die Gläubigen keine Pflicht. Und wer es nicht will, muss auch nicht Eisbaden und sich so von Sünden befreien. Ole, du auch пойдешь плавать? Нет, нет, честно сказать. Viel wichtiger für die russisch-orthodoxe Kirche ist, dass die Gläubigen am 18. und 19. Januar zum Gottesdienst gehen. Как тебе температура воды? Отлично. Отлично. А что ты руку в карман спрятал? Пойдем чай пить? Давай. Пойдемте. Пойдемте. Ой. Wie die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, werden die Kirchen übervoll sein und ein Großteil der Gläubigen wird auch im Freien dem Gottesdienst folgen müssen. So richtig klar ist wohl nicht, woher die Tradition des Eisbadens, der Eistaufe, kommt.
Kaliningrader Medien kommentieren, unter Bezug auf Kirchenmitarbeiter, dass diese Tradition erst in den 90er Jahren, den wilden russischen Jahren des vorigen Jahrhunderts, geboren wurde. Den Gläubigen wurden allerlei Dinge erzählt, um diese Tradition zu beleben. Was sagst du? Udobno. Как это называется? Как это по-русски? Престол. Престол? Оккупировал. Новые законы будут? Конечно. КВК отменяет. И мягкий знак в русском алфавите. Man befreit sich beim Eistauchen von allen Sünden und wird auch im Verlauf des Jahres nicht krank. Selbst die Kirchendiener müssen hierüber schmunzeln. Dass man sich durch das Eistauchen von allen Sünden befreit, haben sich wohl nur diejenigen ausgedacht, die nicht zur Beichte gehen wollten. Die Kirche empfiehlt, lieber jeden Tag ein wenig zu beten und fromm zu sein. Das gefällt Gott am meisten. Gewaltkuren wie das Eisbaden sind wenig geeignet, die Sünden des letzten Jahres vergessen zu machen und die Gesundheit für die kommenden 365 Tage zu festigen. Ну и что, это первый раз, когда ты пошел на крещение, там другие условия, а где это было? Первый раз, это было 5 лет назад, это было в Питере. Вот, в Питере было минус 25, был просто озеро. Везде вокруг лед, очень-очень холодно, никаких комфортных условий для переодевания. Прям тут одна лавочка и все, и на морозе. И машина стоит метров 150, до которой бежать нужно. Ну, ощущения такие интересные. А первый раз в Калининграде, где ты был? Я был на море, на Балтийском, в Пионерском. Там было как, тоже там батюшка ходил, освещал воду. И потом все просто параллельно заходили в воду. А если понимание есть, что в январе, ночью тем более, да, это отлив. И чтобы зайти и как-то окунуться, нужно еще пройти метров 200 в море, а воды все по колено. Ну там просто уже плашмя вот так падаешь вниз уже, и все. Вот. Ну, короче, там были такие два больших костра разжигали, кто тоже можно было погреться. Вот. И чаек еще давали бесплатно.